Level 2021 abgeschlossen. Noch heißt es aber nicht Game Over, Gott sei Dank. Ganz so einfach war das Jahr 2021 aber natürlich nicht, oder? Aber was war und was kommen wird in Bezug auf Retro und Games, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Herzlich willkommen bei Retro und Games, los geht's! Ich wollte das Jahr nicht einfach so enden lassen, sondern noch ein kleines Abschlussvideo drehen. Keine Angst, es ist ganz kurz, besteht nur aus einem kleinen Rückblick und einer Vorschau für das nächste Jahr. So, ja, was war das für ein Jahr? Am Anfang war Corona und am Ende ist Corona auch wieder omnipräsent. Es gibt eine neue Regierung, neue Katastrophen und neue Helden. Und natürlich gibt es auch neue Software für den C64 und den Amiga. Sicherlich auch für andere Retro-Computer, aber da bin ich nicht ganz so auf dem Laufenden, wie auch für Konsolen. Da sieht die Sache auch generell schwieriger aus. Erstens gibt es hier Lizenzen, die vergeben werden müssen. Und zum anderen ist so eine Herstellung von einem Spielemodul ja auch nicht ganz einfach. Apropos Hardware, das gab es selbstverständlich auch. Naja, die großen Brocken sind eigentlich nur angekündigt worden. Allen voran der Amiga Mini, also der A500 Mini. Ich denke, er wird 2022 eine große Sache und auf die freue ich mich auch schon richtig. Dazu habe ich aber auch schon ein paar Videos gemacht und ich werde sicherlich weiter über ihn berichten. Und der Mega 65 ist auf dem Weg. 400 Stück sind wohl schon produziert und 1000 weitere sollen kommen. Also wird es aber auch erst so richtig was im Jahr 2022. Doch, um ehrlich zu sein, ich habe keine Order für ihn ausgelöst. Irgendwie gefällt er mir nicht. Auch wenn es dafür sogar schon verschiedene Cores gibt, so C64, Amiga, Game Boy und irgendein Atari sollen darauf schon laufen. Vor allem der Preis für fast 800 Euro bei Vollausbau sind irgendwie happig und ja, dafür kann ich mir eigentlich auch die Originalkonsolen dann kaufen. Aber ich werde mir das Ding mal noch genauer anschauen und vielleicht mache ich darüber dann auch ein Video. Apropos Videos, ich habe natürlich in diesem Jahr mit YouTube angefangen. Für mich ein sehr großes Ereignis 2021, klar. Und wenn ich mir die Videos von damals so anschaue, dann muss ich echt schmunzeln. Die waren sehr einfach, um nicht zu sagen schlecht. Und klar, sind sie heute auch noch nicht überragend, aber ich versuche mich kontinuierlich zu steigern und ich hoffe, euch gefällt's. Womit wir eigentlich schon zum Ausblick kommen. Nun, was wird kommen? Vermutlich keine neue Regierung, aber neue Helden und neue Katastrophen bestimmt. Und auch neue Games für die Retro-Computer wird es sicherlich geben. Und wie geht's mit Retro und Games weiter? Na, sicher ist, dass ich das Amiga-Paket zu Ende machen werde und auch über der A500 werde ich ausführlich berichten. Vielleicht gibt es auch mal wieder ein Spiel, das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Was ich aber auch vorhabe, ist meine C64er und 128er herauszukramen und auch darüber mal zu berichten. Was ich auf jeden Fall auch noch angehen will, ist ein neues Outro. Das ist mir irgendwie zu lang und zu langweilig, da bin ich dran, aber noch ist es nicht fertig, aber das kommt bestimmt 2022. Und auch das Intro werde ich wahrscheinlich ein bisschen kürzen, wenn man es ein paar Mal gesehen hat, ist es nicht mehr so reizvoll. Ich habe zwar lang dran rumgebastelt, aber es bringt ja auch nichts, wenn es langweilig wird. Ein großes Vorhaben steht aber auch noch auf meiner Liste. Ich will meine Retro-Ecke hier neu organisieren. Ich habe da schon mehrfach umgestellt, aber so richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Jetzt habe ich eine neue Idee, die ich umsetzen möchte. Dabei werde ich euch einfach mitnehmen und bei den Umbauten kleine Videos erstellen. Aber ich will euch nicht mit meinem Gelaber langweilen. Ich wollte mich bei allen Abonnenten bedanken und bei allen, die meine Clips anschauen. Es hat mich sehr gefreut, dass es anscheinend Gleichgesinnte gibt. Vielen herzlichen Dank dafür. Im Übrigen bin ich auch immer für Vorschläge offen, also wenn einer eine tolle Idee hat für ein Video oder auch sogar selbst irgendwas beitragen kann, immer gerne. Es muss natürlich zu mir und meinem Kanal passen. So, das soll es für dieses Jahr gewesen sein. Vieles war daran vielleicht nicht so toll, vieles vielleicht schon. Aber eins kann ich sagen, YouTube macht mir eine Menge Spaß und ich hoffe, es hat euch einige Minuten an Unterhaltung gebracht. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, eine gute Zeit, viel Spaß und vielen Dank an alle da draußen. Macht's gut, ciao, bis bald.